Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Enshrouded. Wir spielen live auf Twitch mal wieder, ne? Wenn ihr das nächste Mal selbst live dabei sein wollt, einfach gerne auf Twitch folgen. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß hier bei der Folge im weiteren Kampf gegen das Miasma. Alles bereit machen für den Landeanflug, Tische einklappen, Sitze in aufrechte Position und... So, Essen brauchen wir nicht, also keine Beeren zumindest. Gears of War 1 bis 3 soll wohl dieses Jahr für PC kommen, mit besserer Grafik. Ich glaube, dieses Jahr kommen insgesamt eine ganze Menge Games. Also letztes Jahr war schon schrecklich, auf positive Art und Weise schrecklich, weil extrem viel rauskam. Ne? Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Kam man kaum dazu, irgendwas mal ordentlich zu spielen, ohne dass dann direkt der nächste Blockbuster kam. Ich glaube zum Beispiel auch, also ich meine, insgesamt gibt es viel Kritik an Starfield, ne? Das habe ich auch gespielt und auch ich habe da viel Kritik dran, so im Laufe der Zeit. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt, diese klassischen Elder Scrolls Elemente fehlen halt, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich glaube beispielsweise auch sowas wie Starfield hat auch drunter gelitten, dass fast zeitgleich dann Dingens rauskam. Baldur's Gate 3, ne? Weil das kam ja dann kurz danach und dann kann halt so ein Starfield, das halt, wenn wir ehrlich sind, gut ist, aber halt nur mäßig gut, kann halt dann schon abstinken, muss man echt sagen. Oh, her mit deinen Knochen. Dieses Jahr schlimmer für mich von den Titeln her, die kommen sollen. Dieses Jahr ist auch krass. Also wie gesagt, dieses Jahr ist, was... Wir sind ja, glaube ich, was Spiele angeht, nicht immer auf dem gleichen Dampfer, Tenji, was kein Vorwurf ist, also, ne, und auch nicht schlimm ist oder so, sondern es ist ja einfach so. Aber ich freue mich dann halt dieses Jahr auch auf solche Sachen wie Manor Lords oder Manor Lords beispielsweise und Prison Architect. Der zweite Teil von Prison Architect kommt raus. Da freue ich mich irgendwie auch drauf, da habe ich richtig Bock drauf. So. Okay, einer weniger. Kommen da jetzt häufiger so Bäume und mit der Zeit haben wir dann immer weniger Miasma auf der Karte? Kann das sein? Dass es vielleicht auch ein bisschen levelabhängig ist oder sowas, ne? Also wir haben jetzt seit dem Level-Up plötzlich hier diese ganzen Fragezeichen bekommen. Das wäre natürlich cool, dass wir dann das Miasma wirklich nach und nach immer weiter so ein bisschen zurückschlagen, weil hier ist es zum Beispiel wieder frei. Das wäre tatsächlich cool. Und Prison Architect finde ich zum Zugucken gut, aber nicht so zum Selbstzocken. Also ich werde streamen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber da gibt's so einen Streamer, der wird das machen, den kenne ich ganz gut. Nee, aber auch solche Spiele kenne ich tatsächlich. Also, wo es bei mir so war, war bei Life is Strange. Lustigerweise. Super Spiel, super Storytelling auch in einem Spiel. Aber ich selbst hätte nie die Geduld gehabt, dieses Spiel ordentlich zu spielen, wohlbemerkt. Also, ich hätte es schon spielen können, aber das Spiel ist ja gedacht, dass du halt... es ein bisschen langsamer angehen lässt, dir auch mal die Zeit nimmst, um dich auch mal auf eine Bank zu setzen und einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen, was habe ich jetzt eigentlich gemacht und da reicht und so weiter. Ne? Und da hätte ich, glaube ich, die Geduld nicht, muss ich ehrlich sagen. Und da bin ich dann immer froh, dass es andere Let's Player gibt. Also das klingt jetzt so, wenn ich schon einer der Großen wäre, aber dass es halt Let's Player gibt, so rum. Bin ich ganz froh, dass es Let's Player gibt, bei dem man das dann gucken kann. Also das habe ich zum Beispiel bei Gronkh geschaut. Weil ich eben selbst die Geduld wahrscheinlich dafür nicht aufbringen könnte. Und da gibt es eben ein paar. Also vor allem bei Horrorspielen habe ich das viel. Dass ich bei Horrorspielen eher Sachen einfach anschaue, als Sachen zu spielen, weil ich halt Horrorspiele nicht mag. Weil ich halt sehr schreckhaft bin. Wobei ich Jumpscares hasse, das ist eigentlich der Hauptpunkt.
Das hatten wir aber auch schon mal. Und da gucke ich dann halt lieber irgendwie die Spiele bei, eben bei Gronkh oder Seth-Folge zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Eigentlich auch ganz, ganz lustig, der Kerl. So, hier kommen wir, glaube ich, weiter. Was haben wir denn hier? Na, gehe ich noch mal rein. Kannst ja dann bei mir Final Fantasy 7 bis 10 gucken. Das habe ich noch vor zu machen. Ja, ich kann auf jeden Fall mal, ups, ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob es mir Spaß macht. Weil ich muss tatsächlich sagen, es ist, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, den ich damals mal gespielt habe. Den habe ich auch nicht viel gespielt. Den habe ich halt so mal bei einem Kumpel gespielt auf der, jetzt muss ich lügen, auf irgendeiner Konsole auf jeden Fall. Vorsicht mit der Lieferung. Argon, sei vorsichtig mit dieser neuen Lieferung aus dem Tal. Der Händler sagt, sie sei hochempfindlich. Offenbar explodierter Sprengstoff. Wenn man leichtsinnig damit umgeht, wer hätte das gedacht? Wie auch immer. Ich habe viel Geld dafür bezahlt. Mach ja keine Faxen. Ich kann es mir nicht leisten, noch ein Loch in der Wand zu reparieren. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Doch da müssen wir hoch. Ich guck mal, was passiert. Das meine ich. Die können halt, während man auf sie einschlägt, zuschlagen, aber man selbst halt nicht. Schwierig, schwierig. Aber gut, haben wir geschafft, ne? Also alles in Ordnung. Ein Indie-Studio musste wegen Elden Ring ihre Release verschieben dieses Jahr. Warte, warte. Also abgesehen davon, dass es für ein Indie-Studio natürlich Sinn macht, den Release zu verschieben, wenn so eine Größe rauskommt, aber Elden Ring gibt es doch schon ein bisschen länger, oder? Ein Tag nach deren Verkündung kam From Software an mit dem Release vom DLC. Ach, vom DLC. Das am gleichen Tag kommt. Geil. Verflucht seien diese Trottel. Sie haben mich fast in die Luft gesprengt, diese Schurken. Dieter, sieh dir das an. Dieter? Warum denn Dieter? Wir haben im neuen Tunnel eine Truhe entdeckt, ich schwöre es. Nein, Dieter, das ist kein Scherz, sieh nur. Mein Mund ist voller Staub und meine Hände sind taub vom Graben. Meine Nägel sind gespalten und ich am Verhungern. Verflucht, möge das Miasma euch holen. Okay, Dieter hatte einen Knochen, offenbar. So. Was ich tatsächlich echt schade finde, weil das hätte ich gerne gespielt. The Day Before, wie es hätte sein sollen. Das wäre wirklich cool gewesen. So, Entschuldigung. Mal sehen, wie lange meine Stimme noch mitmacht heute. Da unten wird es ihm gut ergehen. Dieter geht es gut. Schluss mit dem Gequatsche. Er hat eine Schaufel und Kraft, also wird er bald aus dem Schacht kommen. Vielleicht spielt er uns ja einen Streich, der Schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan, Hans? Na egal, er wird es überleben. Ja, die Truhe war ein guter Köder. Obwohl wir sie gebrauchen hätten. Ja, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. So. Also Dieter ist dann offenbar im Schacht gestorben. Was soll denn das für ein Streich sein, ey? Du schickst einen in den Schacht rein und dann sprengst du ihn erstmal. Richtig dumm.
Aber wo könnt... Ah, okay. Wahrscheinlich hier. Denk gleich noch an die Discord. Ich tue mein Bestes. Im Miasma. Mal wieder. Aber die Bäume sind jetzt alle relativ leicht, ne? Wenn man nah genug dran steht, ist er relativ leicht jedenfalls. Hatten wir gerade ein Level-Up oder haben wir einfach so einen Fähigkeitspunkt bekommen? Ich glaube, wir haben einfach so einen bekommen, oder? Ah, ach so, ah, wir bekommen... Ich verstehe. Wir bekommen offenbar pro Baum, den wir jetzt gerade fällen, bekommen wir gerade einen Fähigkeitspunkt. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann müssen wir noch hier rüber. Dann können wir hier mal zur Flammenkrypta mal wieder. Jeder Baum bringt einen Skillpunkt. Genau. Das ist sogar ganz am Anfang, oder? Also ich glaube, da... Hier hinten haben wir, glaube ich, irgendwo angefangen. Hier. Ich dachte, wir spawnen irgendwo dann halt vor diesem, vor dieser Ruine oder sowas. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Achso, ja, das, ja, das Tutorial brauche ich nicht nochmal. Ja. Ist natürlich die Frage, ob wir da einfach so runterkommen. Mir ist Freitag erst aufgefallen, dass Ende März ja schon Ostern ist. Ja, das ist krass dieses Jahr, ne? Das hat alles so saufrüh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Aber es ist halt auch sehr früh dieses Jahr. Also ich feiere auch Fasnacht, ne? Also in den Kalendern heißt es da meistens Altweiberfasching. Warum auch immer Altweiber, aber egal. Auf jeden Fall, also Fasnacht war dieses Jahr auch sehr, sehr früh. Das war auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil dann war nicht so gutes Wetter und das ist halt bei Straßenfasnacht nicht so geil. Dann stehst du halt draußen und entweder du frierst oder man sieht halt dein Kostüm nicht, weil du halt eine Jacke nochmal drüber tragen musst und sowas. Deswegen, und das lag halt auch daran, dass es halt dieses Jahr schon ziemlich früh war, ne? Das war irgendwie jetzt am Anfang Februar. Normalerweise ist es so Ende Februar, also Mitte, ja, Ende Februar eher. Manchmal sogar erst im März. Und da war dieses Jahr mit Anfang Februar, war schon sehr, sehr früh. Muss man echt sagen. Hol den Doppelsprung. Das habe ich vorhin schon überlegt. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, erstmal noch ein paar Kampfskills einzupacken. Oh, das war nicht so gut. Gott sei Dank bin ich gerade nirgends runtergesprungen, sondern wollte einfach noch ein bisschen hier lang gleiten. Ich komme irgendwie nicht voran. Ich habe noch 119 Gebäude, wo Materialien fehlen für den Bau. Willkommen zurück, Lukas. Weißt du, kurze Timberborn-Pause. Das ist knapp. Das war knapp. Oh, war das knapp. Jetzt habe ich schon wieder hier drauf. Game läuft nebenbei sozusagen. Muss warten. Sehr gut.
Das sieht aus, guck mal, das sieht auch ein bisschen aus wie diese Insel von Harry Potter, wo dann hier so dieses Ding ist, wo Dumbledore dann, ich wollte Gandalf sagen, Dumbledore dann aus der Muschel trinkt. Und Harry dann hier unten das Wasser immer holt, ne, und da, also, beziehungsweise dann hier runter geht und das Wasser holt. Irgendwie hat das ein bisschen was. Vielleicht bin ich auch nur getriggert durch das Boot da. Immer diese genau zwei Luftschläge vor dem Baum. Ja, Tradition ist Tradition, Tenji. Das ist einfach so. Was haben wir hier? VUCA-Zeremonie und noch einmal die Fragezeichen. Dann gehe ich mal kurz hier hin. Ich hoffe, wir kommen da dann unbeschadet runter. Nein! Oh, warum drücke ich denn jetzt die ganze Zeit auf die Windows-Taste statt auf Alt? Er holt das Wasser von der Mitte und Dumbledore liegt unten. Ja, genau. Also, er muss ja erstmal das Ding leer machen. Mit diesem Wasser, was da drin ist, was Dumbledore dann so schwächt. Und dann will Dumbledore ja Wasser. Und dann geht er eben an das Wasser mit der Muschel, wo dann diese Viecher rauskommen, wo sich damals, glaube ich, jeder im Kino erschreckt hat. Wie ist übrigens eure Einstellung zur Harry Potter Serie? Da bin ich jetzt mal gespannt. Das würde mich interessieren. So. Ja, die Plan ist Serie. Das soll jetzt, glaube ich, eine Serie mit 7 Staffeln rauskommen. Und dann jede Staffel quasi ein Schuljahr. Und auch mit neuer Besetzung und so weiter und so fort. Und genau deswegen sehe ich das tatsächlich ein bisschen kritisch, weil Harry, der nicht Daniel Radcliffe ist, und Hermine, die nicht Emma Watson ist, und so, und also das, ich weiß nicht, ob das was wird, muss ich ehrlich sagen. Und ich frage mich halt auch, warum man das jetzt unbedingt machen muss. Also ich hätte es verstanden, wenn sie gesagt hätten, wir versuchen noch andere Sachen in der Wizarding World quasi zu machen. Das hätte ich super, super gefeiert. Aber dass man jetzt einfach die Geschichte von Harry Potter nochmal komplett macht, als Serie dann halt, das finde ich, bin ich kein Fan von. Mir egal, ich schaue eh nie Serien mit richtigen Schauspielern. Schaust du nur Animes dann wahrscheinlich, oder? Nein! Ich wusste doch, dass ich gerade noch was gehört hatte. Hallo. Zu 90% eher YouTube. Also jetzt so alles Mögliche auf YouTube oder halt irgendwie speziellen serienmäßigen Content wie jetzt Let's Plays oder sowas. Was ist das denn? An Fell. Die normalen Serien können mich nie lange halten. Also ich verstehe, was du meinst. Es gibt aber schon ein paar, die können das bei mir. Aber an sich bin ich auch eher so ein, wenn ich halt irgendwie entspannen möchte und was anschauen, meistens greife ich zu YouTube. Aber wenn ich da mal eine Serie habe, die, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf, dann auch richtig. Also dann gucke ich die auch wirklich jeden Abend. Stärke der VUCA. Dieses VUCA-Lager ist die Heimat eines Kriegskultes, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sie sich auf diesem Hügel und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über unglaubliche Kampffähigkeiten und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich, selbst einen dieser Stoßzahnbuffs auszuprobieren. Toll, jetzt ist es wieder dunkel. Ich habe eine Seite gelesen, es ist plötzlich dunkel.
Mal sehen, ob da gut genug beleuchtet ist. Pete's Meat, Let's Plays und auch was sonst so auf YouTube und Twitch abgeht, wie zum Beispiel die Kuchen-TV-Aus oder versus Shoyoka-Sache. So manchmal... Oh nein, das ist ein Boss, ne? Schaffen wir den? Also wir schaffen den auf jeden Fall nicht, wenn der noch da ist. Aber die rennen so lustig. Die sehen eigentlich voll knuffig aus. Doch gerne RBTV Speedrun Dale. Das kenne ich gar nicht. Warte mal, hier sollte man noch irgendwo einen Buff bekommen. Au! Also mal abgesehen davon, dass ich insgesamt nicht gebufft bin, das ist vielleicht allgemein irgendwie dumm. Warte mal, ich renne noch mal ganz kurz weg, ich hoffe, ich schaffe das. Oh, hallo! Ich sehe nichts. Ah, da geht er wieder weg. Perfekt. Vielleicht sollte ich den jetzt endlich mal mit diesen Dingens hier bewerfen, ne? Rocket Beans hat ein Format, so sie Speedrunner einladen, die dann halt die Speedruns machen. Speedruns habe ich noch nie verstanden. Also... Ich verstehe ein bisschen den Reiz, dass du versuchen willst, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Aber in der Regel sind ja Speedruns dann die ganze Zeit mit so richtig krass vielen Glitches und so weiter, die sie dann halt nutzen. Und das habe ich nie verstanden. Also, es ist schon cool, diese Glitches zu kennen und so weiter und so fort, keine Frage. Aber ich habe das nie, den Reiz nie verstanden, da irgendwie zuzuschauen. So. Warte mal. Erstmal nochmal essen. Und ich glaube, im Kampf macht es dann Sinn, hier einen Heiltrank. Ich klicke mal dahin, auf die 7. Erstmal wieder hochrecken. Ne? Auch kurz in echt. Klar, Moment, ich recke kurz. Na komm. Aber man kann mit denen halt nicht richtig zielen. Das ist ein bisschen doof, ne? Aua! Alter, die bringen ja fast nichts. Das bringt ja gar nichts. Aua. Oh, ich bin immer zu langsam. Warte mal, 7. Okay, nee, ich lauf wieder weg. Oh! Habt ihr das auch gesehen? Was ist das eigentlich? Oh!
Ich hab nicht genug Leben. Ich hab nicht genug Leben. Ich hab nicht genug Leben. Um an seiner Faust zu kleben. Nope. Ich pack's da mal, ne? Mach's gut. War schön. Okay, hier müssen wir mal anders nochmal wiederkommen. Wenn wir ein bisschen höheres Level sind. Mein Bogen macht so 180 Damage pro Pfeil. Jetzt gib nicht so an. Meiner macht 5 oder so, ich weiß es nicht. Also bei dem minus 3. Also ich hatte das Gefühl, wir... Was leuchtet denn da hinten so? Guck mal. Ich hatte das Gefühl, wir heilen den sogar mit unserem Pfeilen. Und dann schmeißt du so diese explodierenden Dinge auf ihn und das macht einfach überhaupt... Oh, es leuchtet nichts mehr. Dann macht es einfach überhaupt nichts. Ist das... Ah, nee, ist ein Busch. Aber das sind Gegner. Okay, pass auf. Da müssen wir runter. Zu diesem Baum. Spring mal ins Rote. Nee. Rot heißt nicht machen. Aufmerksame Zuschauer auf YouTube wissen das. Folgt mir für mehr Sterbetipps. Okay, das klingt falsch. Für mehr Sterbetipps in Enshrouded. Ich setz mal kurz einen Marker, ne? So. Ist das etwa eine Front gegen deine Live-Zuschauer? Nein. Was hast du mit deinen Fronts? Das war einfach nur ein Späßle. Also deins wahrscheinlich auch. Deswegen alles gut. Ich finde, es klingt immer so beruhigend im Miasma. So. Da ist der Baum. So, her mit eurem Loot. Kannst du mal meine Biberstadt bewerten? Ich glaube, das bringt's nur, wenn man das Spiel kennt, oder? Wenn man dann auch solche Sachen bewerten kann wie, oh, das hast du aber effizient jetzt dahin gebaut und sowas, oder? Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich das Spiel nicht kenne. So. Oh, wie lange bleibt denn das ist Nacht? Ich glaube, zum Rüberfliegen geht es schon, ne? Die Dinge sind jetzt nicht so gefährlich gewesen. So. Erstmal die zwei Luftschläge. Diesmal war es Absicht. Einfach vom Design aus, aber kannst du trotzdem bewerten. Kannst du ja mal in Discord stellen, dann können wir nochmal gucken, bevor wir nachher aufhören. Auch wenn ich, wie gesagt, keine Ahnung haben werde. So, die Bäume haben wir gemacht. Jetzt wird's Tag. Super, ne? Kaum sind wir fertig. Was ist das denn? Hat das die Hauptquest? Oder eine der Dingsquests? Ich glaube, das zieht... Ah, ne, hier oben war das. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier zieht sie das Miasma zurück. Aber das hier war sowieso ja da. Da
Hier müssen wir noch ein bisschen erkunden, aber da ist, glaube ich, ein großes Miasmafeld. Hier wäre noch ein Ring der Fäulnis. Also eine Miasma-Wurzel. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen hochlevelig sein. Ich reise jetzt mal kurz nach Hause. So. Na, die Jägerin hat eine Quest. Tierfälle halten. Was ist das? Eine Art Verderbnis durchdringt die Poren. Die Haut... War das eine Sie? Die Haut ist faserig und porös. Sie hat sich bereits verändert. Am Ende übermannt das Miasma alle. Tier, Soldat, König. All unsere Knochen brechen gleich. Hier, ich werde meine Jagdgründe mit dir teilen und sie in deinem Tagebuch markieren. Erlöse diese Geschöpfe, Flammenblut. Hm, danke, danke, danke. Dann gehe ich mal mein Inventar leer machen. So. Tierfelle-Knochen kommen hier hin. Und Salz auch, ne? So, und das Fleisch auch. Das haben wir nämlich im Überschuss jetzt. Wir können halt maximal auf 20 hochstecken. Das ist Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Und das ist Stein, das ist Pflanze. Ups. Pflanze, Miasma und Stein. So. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Das passt. Hier Stein, Erde und Metallschrott. Und am Ende noch etwas Miasma-Sporen. Hier drüben noch der Magierstab. Und ich glaube, dann würde ich tatsächlich auch für heute Schluss machen. Aber jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft, einen gesamten Stream lang nicht zu bauen. Ich bin richtig stolz auf mich. Nächster Stream, 8 Stunden bauen. Nee, aber... Nee, aber dann würde ich jetzt tatsächlich mich für YouTube verabschieden. Ne? Ihr auf Twitch könnt gerne noch drinbleiben, dann können wir noch kurz quatschen und dann gucken wir uns mal noch kurz die Timberborn-Stadt an von Lukas. Aber für euch auf YouTube bedanke ich mich an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Wir hören übrigens da auf, wo wir gestartet haben, nämlich hier in diesem Eck. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da. Einfach meinen Kanal ein bisschen so unterstützen. Ne? Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen als ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.